Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Es gibt ein Geogesser von Elden Ring. Und der Skoppel hatte mich draufgebracht. Und ich bin echt gespannt, wie gut wir hier sind. Also man kann hier aussuchen, Mountaintops of Giants, Leonia, Limgrave, Caelid, Altos oder Full Map. Ich werde natürlich Full Map nehmen. Dann kann man aussuchen, Singleplayer oder Multiplayer. Nehmen Singleplayer und Full Map. Da kann man hier eingeben, Rounds. Ich mache einfach mal 10 für den Anfang. No Time Limit. Panzo Move machen wir auch alles. Und dann machen wir mal Start. Boah, ich bin gespannt. Ich mache mal meine Facecam ein bisschen kleiner. Alter, da weiß ich. Da sind wir auf jeden Fall im Schneegebiet. Boah, ich weiß, wo wir sind. Weiß ich, wo wir sind? Schneegebiet. Am Baum. Das sollte eigentlich easy sein. Schneegebiet am Baum. Bäume sind hier nicht eingezeichnet. Die Glocke ist im geheimen Schneegebiet. Das ist der Fluss hier. Und ich würde sagen, wir sind hier. Ja, und der Baum ist. Der Baum, den man sich anguckt, ist hier auf der anderen Seite, der große. Hier ist da, genau. Das heißt, wenn ich von hier aus dahin. Oder? Ja, muss. Da geht's hoch zu der Dingsbums hier. Ach, ihr seht die Map gar nicht, ne? Das ist blöd. Ich mache mich mal auf die andere Seite. Hier sieht man immer die Map. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal die Map nochmal. Das Schneegebiet habe ich gesagt. Und dann, das muss hier an dem Fluss sein. So wie hier. Da ist diese wandelnde Kirche. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, eigentlich geht es da ein bisschen höher. Vielleicht ist es nicht ganz, ganz akkurat. Aber hier sind diese Höhlen, das muss. Hier sind die Höhlen. Guck, hier sind die Höhlen und wir müssten hier sein. Das muss hier sein. Und wenn ich nach da gucke, gucke ich zum Dingsbumsbaum. Das muss hier sein. Was? Ach, Scheiße, da oben. Okay. Knapp. Knapp aber. 4000 Punkte. Nicht schlecht, oder? Nächste. Kirche, genau, die Kirche. Kirche. Was haben wir hier? Wieder Schneegebiet. Schneegebiet ist relativ easy. Wieder dahin. Oh, das. Ah, guck mal, Schloss Sol. Ein zurückgehen, man sieht genau, wo man ist. Easy. Das ist das hier auch. Hier sind wir. Hier sind wir. Einmal nur zurückgegangen, direkt das Schloss gesehen. Hier, Schloss Sol. Einmal umgedreht, direkt Schloss Sol gesehen. Ja, es ist, also es ist vom Schloss Sol irgendwo. Ich sag mal. Wir waren ja auf so einer Erhöhung, ne? Ich sag mal hier. Ah, da oben, okay. Geschenkt. 4700 Punkte. 100 Meter nur. Gut. Komm, gib mal was Schwieriges. Oh, das ist. Das ist einfach. Das ist sehr einfach. Oh, das bin ich. Ja doch, Leonia. Lala, das muss hier sein, ne, Skoppel? Ich mach einfach hier. Bam. Na, guck. Ich wollte sogar erst da machen. 600 Meter. Was? Man sieht ja gar nichts. Challenge accepted. Ohne dass ich hier was sehe, muss ich erraten, wo ich bin. Zwischen den Bäumen. Also es ist auf jeden Fall Lyon hier, das sieht man schon mal. Es ist hier. Ja, es ist hier bei den Bäumen. Nicht schlecht, aber 170 Meter. Guck mal. Aber es war nicht schlecht. Ich habe gedacht, hier zwischen den Bäumen, es ist genau hier zwischen den Bäumen. Knapp. So, jetzt wird es mal schwieriger. Jetzt wird es mal spannend. Aber es ist halt immer easy, wenn du so einen Südosten, wenn du Südosten so einen Anhaltspunkt hast, ne? Dann gehst du zum Baum, gehst von hier aus südöstlich. Nee, andersrum. Ich gucke ja nach Südosten, das heißt, ich gehe nach Nordwesten. Das heißt, hoch und links. Das heißt, ich bin irgendwo. Warte, wo ist der andere Baum denn?
direkt. Okay, ich bin hinter dem Baum sogar noch. Baum ist links von mir. Und dahinter der große. Das heißt irgendwo da. Ich bin ja relativ nah bei der Brücke sogar. Wenn ich genau auf die Brücke bin. Ich bin eigentlich hier. Ich müsste hier sein. Ah, scheiße. Noch ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg noch. Und hier noch meine Augen. Ja, ja. Ja, guck, das meine ich. Das ist halt wieder easy, ne? Das ist halt wieder übel easy. Das ist wieder free. Das ist wieder free. Das ist wieder free. Da sind die. Ich bin hier. Da? Da ist das. Das, ich bin hier. Zehn Meter. Also, ich verlinke euch das Game hier, lostgamer.io, unten in der Videobeschreibung, spielt's nach. Mega, mega nice. Und schaut mal, ob ihr meine Punktzahl hier toppen könnt. 5 Games, 23.780 und was war bei 10? 44.000 oder so? Mega, mega nice.